Und jene haben sie, die üble Reden führen. Und fast ebenso aussätzlich am Barte sind auch jene, die wissentlich falschen und bösen Rat geben. Denn das hat schon viele brave Leute in den Tod gebracht. Auch ohne solches rät mancher zu unrechten Zöllen und Steuern. Und damit ist auch bei ihm im Barte der Aussatz schon verhangen. Ebenso schlimm und aussätzig ist auch die üble Nachrede. Denn sie schadet dem anderen an seiner Ehre. Denn was kann einer schon tun, wenn ihm erst die Glaubwürdigkeit und der gute Ruf zerstört wurden durch den böswilligen Lügner? Solche Nachrede ist gleichsam ein Mord, ohne dass Blut vergossen wurde, und ein Aussatz gleich den Hauptübeln der Menschheit. Die Heiligen zu schmähen kann kein guter Mann und kann keine brave Maid tun. Und man kann es auch nicht erdulden. Denn wohl kein Aussatz verbreitet sich so leicht und schnell wie die falsche Rede über die Heiligen. Dagegen fast schon ein kleiner Aussatz, aber ein gerade in diesem Lager umso verbreiteterer, ist der der Schelter und Flucher und all jener, die unreine Sprüche und Geschrei machen. Sie stinken vor Aussatz und Unreinheit. Sicherlich fluchen viele von euch auf ihren Esel, auf ihren Ochsen oder Hund und glauben, es sei keine Verfehlung. Die größten Lumpen aber fluchen auf und im Namen der Heiligen. Und niemand kann guten Gewissens sagen, dass dies kein großes Übel sei. So wie es jetzt ist, tragen so viele dem Aussatz am Bart, dass man unter ihnen kaum unterscheiden kann. Das muss sich ändern. Seht die Frauen und Männer, die sich stets versuchen, durch Kleid und Gewand einander zu überbieten, sodass es nur zu leicht geschieht, dass sie ihren Stand vergessen. Wer sich diesem Aussatz ergibt, der kann nur fallen. So viel Tand geht über das Nötigste hinaus. Jean-Jacques! Tut mir leid, dass man kein Glück hat. Aha, so. Hier im Laden. Wir beziehen den Turm ins Manöver mit ein. Thank you.